So, hallo und alle zur nächsten Folge vom Megaprojekt, dieses Mal direkt nach dem Livestream und ich mache das demnächst ein klein wenig anders mit dem Folgen-Upload. Ich habe ja immer so gesagt, okay, an dem Tag, wo der Stream kommt, wird nichts hochgeladen und abends kommt halt dementsprechend dafür dann der Stream. Und dann wird am nächsten hochgeladen und so dann sofort, aber das ist zu umständlich, weil jetzt muss ich den Stream hochladen und gleich zwei neue Folgen. Ich mache es demnächst andersrum, ich mache einfach die Folgen normal, am Abend kommt der Stream. Und dafür am nächsten Tag wird der Stream hochgeladen, das war's, okay. Ist vielleicht ein bisschen besser und, ja, okay. So viel dazu. Was wir im Stream so alles gemacht haben. Es hat sich hier nicht viel verändert im Haus, aber vielleicht am Haus. Und irgendwie ist gerade die FPS nicht unten. Ich muss mal kurz hier neu starten, nach einem kurzen Cut. So, da wäre ich wieder in Hoffnung. Es sieht jetzt gleich ein wenig besser, aber ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Der Server ruckelt in letzter Zeit ein klein wenig. Ich glaube, ich warte einfach mal ab, bis die Chunks geladen sind. Ich habe was in den Einstellungen gemacht. Vielleicht bei Video-Settings? Nein. Ist alles so eigentlich wie immer. Irgendwas komisch. Der Server scheint Performance-Probleme zu haben. Hier vorne übrigens. Warum ist die Kiste eigentlich leer? Das darf hier aber nicht sein. Das darf nicht sein. Der Ofen scheint nicht mehr zu funktionieren irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Theoretisch müssten da noch Sachen reingehen. Ich wollte kurz zeigen, was wir im Livestream gemacht haben. Das kommt gleich. War ich schon die ganze Zeit, was hier... Das hier an den Stein oder so? Eigentlich müssten schon irgendwie die Steine noch unten reingehen. Ich habe ja alles Mögliche versucht. Irgendwie scheint das nicht so funktionieren zu wollen. Das heißt, irgendwie frisst der Ofen nicht. Der Ofen frisst nicht, wie er soll. Was war da los? Ich wollte ja nur ein paar Steine durchproduzieren. Ja, und wenn ich hier manuell reinwerf? Da qualmt es auch komisch raus. Ich guck mal, was die Brille sagt. Ich glaube nicht, dass das Flux-Level im Arsch ist. Da haben die Goggles of Revealing. Was sagt das Ding? Kurz anziehen, schnell vom Quantum-Helm. Es geht eigentlich. Ich verstehe nicht, warum. Ach, jetzt auf einmal geht's hier, oder was? Ich habe keinen Plan, was auf einmal los ist. Warum der Ofen nicht frisst, wenn da Zeug reinkommt. Ich probiere das mal so in der Hoffnung, es geht. Ist ein bisschen komisch. Warte, das ist gleich sind wir wieder da, wo wir stehen geblieben sind jetzt auf einmal. Ja, so geht das. Warum kann ich das nicht automatisieren? Ist mir irgendwie so ein bisschen unverständlich gerade, aber naja. Okay. So, die Goggles tue ich wieder zurück. Ich lasse den Ofen mal ein klein wenig werkeln. Und dann zeige ich euch das, was aus dem Stream gemacht wurde, wer es noch nicht gesehen hat. Wir haben ganz simpel hier ein klein wenig an unserer Mob-Falle gearbeitet. Ja, im Moment sieht das noch so aus wie immer, aber wenn ich jetzt hier reingehe, hätten wir hier unsere Mob-Falle, die auch einigermaßen sehr gut auch funktioniert. Dann mag man jetzt noch zwei Spinnen-Spawner, die habe ich hier dementsprechend nicht mit reingetan. Jetzt können wir kurz hier runtergehen und dann sieht das Ganze so aus. Und die Mobs zu töten, machen wir es halt dementsprechend. Genau so. Dann müssen das doch mal ordentlich Experience geben. Level 30 ist leider nicht drin, müsste man einen Zauberstab verzaubern oder so. Genau, es wäre es nicht, jetzt den Zauberstab verzaubern. Und, ja, dann wird noch die Farm um weitergebaut. Auch als nächstes, ich wollte noch eine Nether Ward Farm machen. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Dazu muss ich mir erstmal die Rezepte raushauen oder raussuchen. Und, ach ja, genau, MFSU, den habe ich Dings schon gegeben, Simon. So, wir haben einen Wither in der Zwischenzeit auch getötet. Yay! Habt ihr auch dann vielleicht noch nicht gesehen, wenn ihr den Stream nicht gesehen habt. Ich lade es nochmal hoch, falls es noch nicht online ist. Ihr wisst ja, kann immer ein Weilchen noch dauern, weil es ist egal. So, dann, genau, wir brauchen eine infernale Farm. Brauche ich wieder ein Arboretum, normales. Study Casing, Glas und Golden Electron Tubes und so ein Basic Circuit. Haben wir noch Golden Electron Tubes und so einen Basic Circuit, ist die Frage. Golden Electron Tubes habe ich hier nochmal drei. Moment. So, und so einen Circuit, den haben wir nicht mehr, so wie es aussieht. Er scheint zu fehlen. Müssen wir nochmal so einen machen, oder? Sieht so aus. Wie sieht es aus? Warum darf hier auch Gold? Gold, das hatten wir eigentlich unten drin liegen dann. Plus
Warte mal, das ging hier wieder mit. Na. Gott, nee, Quatsch. Tin plus Redstone. So rum. Tin plus Redstone und Wasser brauchen wir. Ich glaube, das war das Teil hier. Genau, Tin plus Redstone. Tin hatten wir hier oben. Ah, warte mal hier. Da muss ich auch mal wieder ein bisschen nachfüllen. Das ist nicht ein bisschen noch wenig. Hätten wir Redstone. Ich hau einfach mal ein bisschen was durch. Mal gucken. Tin rein, Redstone rein und Wasser müssten wir noch nachlegen. Ich mache einfach mal das Teil voll. Geht hier relativ zügig, denke ich mal. Beziehungsweise habe ich noch Wasserzellen. Das wäre eine Möglichkeit, schnell voll zu kriegen. Enderman habe ich gerade gehört. Was war los? Gerade nichts. Egal, erstmal reingelegt. So, ich glaube, das reicht für den Anfang so ein klein bisschen. Und zwar brauchen wir jetzt hier noch ein bisschen Kohle, um das Ding zu befeuern. Das Stirling Engine, haben wir noch Kohle drin? Nein, Coal Dust habe ich noch und hier ist noch Charcoal drin, brauche ich ein kleines bisschen was. Schalter habe ich auch noch oben drauf und dann... So, lassen wir mal hier kurz das Ding durchheizen. In der Zwischenzeit können wir schon wieder ein Sturdy Casing machen, brauchen wir glaube ich wieder zwei. Wenn wir jetzt für das andere auch noch was brauchen. Moment, da war Bronze, genau das brauchen wir, Bronze Ingot. Einmal kurz reingehauen, zweimal ein Sturdy Casing gemacht. Wir brauchen ja noch diesen Infernal Harvester, erstmal eine Infernal Farm. Und dafür braucht man die Dings da, plus Glas, plus den Circuit unten. Glas können wir uns auch noch ganz schnell holen. Geht relativ fix. Und so ein Circuit auch noch. Ein Glas, wo habe ich das Glas hingetan? Habe ich hier noch was? Nein, nein. Oh, boah, nein, 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 nein. Schön fackeln. Jetzt können wieder Mobs spawnen, ist nicht gut. Ich habe noch einen Schalter mit weggefegt. Wahrscheinlich war das hier der von den Maschinen, die hier dran waren. Beziehungsweise, nee, die daneben dran waren. So rum. Und dann den hier noch, damit rausgepumpt wird. Ah, okay, gut, jetzt funktioniert es wieder. Ist ja der Mace Raider eigentlich noch an? Der ist noch an. Der ist ja sogar noch an. Ich würde die Gelegenheit nutzen. Sehr schnell nutzen. Um das hier kurz zu machen, nochmal Gold sich zu häckseln. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir das auch effektiv nutzen. Für andere Materialien, wie zum Beispiel dann, ja, Momentchen. Ich hau das so rein. Als nächstes nochmal eine Portion Tin. Ich versuche die Maschinen parallel auch wieder laufen zu lassen. Ist auf 52. Jetzt sie geht runter. Habe ich auch einen Schalter mit abgehauen. Kann das sein, dass der hier dran muss? Ja, das geht. Das funktioniert jetzt. Hier könnten wir auch noch einen dran machen. Ich glaube, das ist auch mit abgeploppt. Wie sieht es beim Extractor aus? Der ist auch auf 0 noch aktuell. Okay, lasse ich gerade mal. Das Gold wird weiter durchgeheizt. Ich will nur nebenbei gerne so ein kleines bisschen was von... Na. Tin durchschmelzen. Tin und Copper. Weil ich möchte oben die Kisten wieder auffüllen, oder die Tresore wieder ein bisschen auffüllen. Die sind gerade einen Tacken leer. Und das würde ich gerne mit Copper unter anderem wieder machen. Tin und Copper, so wie sich's gehört. In die entsprechenden Kisten mit reinmachen. Das hier war dann erstmal Tin Dust. Den haue ich nämlich dann... Naja, da rein. Tin tue ich mal ganz ans untere Ende. Kann ich irgendwie so separieren? So. Ich glaube, hier kommt genauso viel Gold rein, wie durchgeschmolzen werden kann. Und hier die Barren, das geht auch noch einigermaßen gleichzeitig. Okay, passt. Geht auch durcheinander zur Not. Schön. Das war das, was geplant war. Dann haben wir jetzt die Sturdy Casing, den Dings hier hatten wir. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glas, ganz kurz. Ging ja so. Und dann könnten wir das und das nehmen. Beziehungsweise wir könnten erstmal das machen. Sturdy Casing kommt hier rein, dann kommen die Electron Tubes drauf und dann kommt hier unten erstmal der Circuit hin. Gibt es das Arboretum. Jetzt brauchen wir unsere Nether Ward. Das Nether Ward haben wir oben hier gehabt. Bei Wertvoll vielleicht? Ich weiß nicht. Da ist Nether Ward mit drin. Und dann brauchen wir wieder Glas. Und das war es auch schon gewesen. Nether Ward plus Glas. Ich hau es trotzdem immer schön hier so rein, das Rezept. Nether Ward, dann Glas. Und dann hätten wir auch schon unsere Infernal Farm. War ja eigentlich auch geplant. Schön. Infernal Farm. Dann als nächstes brauchen wir einen Infernal Harvester. Der wird auch wieder mit Diamantine Electron Tubes gemacht. Okay, die hatten wir auch schon. Diamantine Electron Tubes, da brauche ich nochmal
3. In der Hoffnung, ich habe noch so viele. Ja. Schön. Habe ich auch noch, das reicht noch. In der Mitte kommt ein Logger. Achso, stopp, das war der Logger, sorry. Bloß Glas. Achtung, wird so gemacht. Einmal rein, ich glaube, das Rezept müsste... Tut mir leid, erstmal öffnen. Falsch. So. Da kommt das Dirty Casing rein. Dann hier die Diamantine Electron Tubes. Hier unten den Zirk, den ich noch nicht rausgeholt habe. Da hätten wir noch einen. Nur Wasser fehlt jetzt gerade wieder. Egal, ich hoffe mal, das geht jetzt gleich noch mit rein. Schön, dann... Übrigens, die Mobfalle, die läuft jetzt noch. Während ich hier im Haus bin, müsste die Mobfalle ständig in Betrieb sein oder fast ständig. So, sammeln wir wieder schnell ein. Gleich Prinzip nochmal. So, dann den Circuit, da das Dirty Casing, dann die Diamantine Electron Tubes drüber. Plus Glas. Okay, Logger. Aus dem Logger machen wir mit Hilfe von Nether Ward wieder. Am Anfang hatten wir leider nicht genug gehabt. Plus Glas, dann dementsprechend einen Infernal Harvester. So wie das Ding heißt, genau. Das heißt, wir haben jetzt das Ding und dann könnten wir eigentlich die Farm hier hinten aufbauen. Muss das natürlich noch an Strom anschließen, bevor da überhaupt irgendwas mal passiert. Oder ich weiß gar nicht, ob es das lohnt, dass ich hier das so abbaue. Wir können einfach mit die Mitte rauspicken. Und die Mitte ist, ich glaube, zu sehen. Ja, irgendwie so hier, ne? Okay. Könnten das hier machen. Und dann setze ich mich einfach mal hier hin und drück mal eiskalt drauf, so. Und jetzt brauchen wir davon noch die Mitte. Und die wäre dann wohl irgendwo, boah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also 7 von jeder Seite. Willst du das ernst? Willst du dich ernst mit mir anlegen hier? Nein, nein, und ein Schlag noch. Komm schon, ein Schlag noch. Bleib stehen, bleib stehen. Sag ich doch. Das wird nix, meine liebe Wisp. Die nochmal. Schad. Ich habe so viele Shards noch gesammelt, dank dem Wither Skeleton Farm. Das war richtig gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also hier. Einmal durch. Okay, es muss auch schon die richtige Höhe sein. Das heißt, hier kommt dann dieser Harvester hin. So, und hier daneben kommt der Quatsch. Da kommt das Ding hin. Infernal Farm und hier der Harvester. Und das wird dann von unten natürlich auch noch angeschlossen. Und wir müssen gerade mal gucken. Und zwar von hier aus müssen wir noch weiter in die Richtung hier bauen. Weil die Verkabelung wird dann hier lang gehen. Tralala, einmal durchgehen. Weites gehen, wie es geht. Und dann irgendwann in die entsprechende Richtung. Wir sind gerade auf dem Layer 71. Das heißt, von der Farm aus gehe ich auch mal auf 71 runter. Momentchen. 73, 71. So, und jetzt hier so in die Richtung buddeln. Und ich hoffe, wir stoßen dann gleich auf unseren Tunnel. Wenn nicht, dann müssen wir einen Tacken bauen. Ne, das zweite müssen wir noch einen Tacken weiter drüben, gerade auf der anderen Seite. Wo? Höllenportal extra stellt wurde, nur zum Farmen dann. Gucken wir mal, wann wir auf unseren eigenen Tunnel draufstoßen. Obwohl, nein, sind wir schon. Huh, ich kann es übersehen. Oh lala. Dann sind wir doch schon angekommen. Das heißt, ja, hier ist der Tunnel. Und hier müssen Golden Conductive Pipes müssen hier entlang gehen. Und die Golden Conductive Pipes, die müssen dann hier angeschlossen werden. So, habe ich davon welche? Nein, habe ich nicht. Müsste ich ganz schnell holen. Im Haus natürlich. Gucken wir, ob die schon gleich anschließen können. Und Jump. Und ich habe noch eine Idee. Pass auf, wer ist nämlich einfach hier? Nein. Einmal dann. Hier durchgehe. Ich will keine Tür benutzen. Ah, die Microblocks sind davon nicht betroffen. Och man, schade. Ich hält hier durch. Ach ja, ich fahre mal schnell ab. Mal gucken, ich Level 30 bin. Da verzauber ich schon den Zauberstab. Da haben wir auch was geschafft. Ich hoffe mal, hier ist überhaupt was gespawnt. Ja, ein bisschen was. Verdammt, ich war nicht nah genug dran. Spawner braucht 15 Blöcke. Und wenn ich... Ich muss vorne in dem Bereich da irgendwie stehen, wenn ich bei der... Dings fahren. Quatsch, wenn ich bei meinem Lager stehe, dann wird das auch nichts.
Hätte ich mir vielleicht anders überlegen müssen, wo ich genau stehe immer im Haus. Es sind ja 15 Blöcke und alles, was weiter weg ist, funktioniert nicht. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ich muss ja ein bisschen um meine Decke ausbauen. Sieht nämlich doof aus. Und da will ich auch nichts zerstören. Upsala, hier habe ich auch was zerstört. Nein. So, da kommen wir jetzt am Block hin. Ist auch egal, komm schon. Level 30. Kriegen wir noch hin. Die Mob verschwinden jetzt eh gleich. Dauert einen kurzen Takt und euch warte kurz zwischen den beiden Folgen. Kriegen wir es hin? Alle tot? Komm schon, Level 30, Level 30, Level 30. Nein! Ach Gott. Level 30. Danke. Hallo Level 30. Komm schon. Wie die springen. Gut. Okay, jetzt haben wir Level 30. Schön. Ja, für Farm. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich stelle mich erstmal eine Stunde oder so AFK und lasse nur Mobs hier runterfallen. Und zwar oben in mein Haus rein, in die entsprechende Stelle. Also hier oben drüber, direkt über die Spawner. Dann spawnen die nämlich weiter. Und das heißt im Klartext, also hier, wenn man es hier so hinstellt, dann funktioniert das Ganze. Und hauen nochmal hier kurz ein bisschen Tin bzw. Kupfer rein. Und hier Mace Raid ich nochmal ganz schnell durch. Das heißt, Moment. Seeds können hier raus, so ein bisschen schrottig. Weg. Sensen behalte ich gerade mal. Kann auch weg eigentlich. Tyrisch Bogen kann weg. Pipes brauche ich gleich nochmal. So, dann kann ich hier die Kohle wieder raus tun. Die war hier. Und ein bisschen neues Juju-Meter nachholen von hier oben. Das heißt, einerseits machen wir 1, 2, 3, 4, 5 Stacks wieder für Gold. Da müssen wir ganz schnell 2 Stacks Gold raus. Dann machen wir ganz, ganz schnell nochmal Kupfer. Und zwar genug auch. Ich würde mal so zwei Dinger reinschmeißen, 2 Stacks maximal. Dann brauche ich nochmal 1, 2, 3. Und dann machen wir gerade ganz, ganz, ganz schnell mal den hier. Für Kupfer. Kupfer, Copper Dust. Und den schmeißen wir auch noch hier mit rein. Ich hoffe, die Kisten sind nicht allzu voll. Das geht noch alles. Müsste noch alles gehen. Okay, so. Dann, ja. Nein, nicht wegwerfen, bitte. So, dann stelle ich mich jetzt hier hin und warte eine kleine Runde, bis da unten ein bisschen was gespawnt ist. Und dann gibt es den zweiten Part von heute. Bis gleich. Soll ich das Eisen noch mitnehmen hier? Ja. Gut, so, dann bis gleich. Tschüss.